Ich gehe da nicht mit dir hin, Leon. Auf jeden Fall jetzt nicht. Nee. Eine neue Runde, eine neue Besprechung für euch von uns mit meiner lieben Kollegin Tessa und meiner Wenigkeit Lena. Wir sind bereits bei Are You The One Folge 11 und Folge 12 angelangt. Und so langsam müssen die Kandidaten sich jetzt mal irgendwie Gedanken machen. Wenn ihr euch auch Gedanken machen müsst noch, wie ihr das gucken könnt, macht ihr euch jetzt ein RTL Plus Abo. Wer es zu diesem Zeitpunkt noch nicht getan hat, ist eh verloren. Also schnell nachholen. Ist eh verloren. Also genau, die Folge 11 startet wie immer. Wir sind in der Halbzeit und langsam merken die Kandidaten, scheiße, was haben wir eigentlich die letzten Tage so gemacht? Und langsam geht ihnen der Arsch auf Grundeis. Oder das Eis auf Grundarsch, wie man im Trash-TV sagt. Marius, Jordi und Dustin kotzen eigentlich ab, dass ja die komplette Gruppe übelst festgefahren ist. Ich sag dir ganz ehrlich, diese Sprüche, die die bringt, dieses mit, ey, ihr seid zu festgefahren und die, boah, ich sag dir, ich hab recht, boah, ich bin komplett auf ihrer Seite. Aber Digga, wo sind wir denn hier, Digga? Ja, Digga, wir sind nicht bei Love Island. Hä? Mhm. Bruder, ich will das hier gar nicht zu einer assigen, was weiß ich, Sexshow machen, will ich gar nicht machen, darum geht's ja auch nicht. Aber Digga, behalte doch das Ziel vor Augen. Guten Morgen an dieser Stelle, das ist auch uns aufgefallen, denn in dieser Staffel ist es irgendwie besonders schwer, voll schwer, irgendwie für sich zu ein Match rauszufinden. Weil alle irgendwie miteinander viben, keine Ahnung, was weiß also ich. Ich bin mir auch bei keinem einzigen Couple bisher sicher, dass ich sagen kann, nee, die sind definitiv ein Perfect Match. Und dann wird auch gesagt, ja, Mona redet ja auch nicht so viel. Und dann haut Marius so raus. Aber sie redet ja selbst mit Antonino nicht. Also Bruder. Oh, okay. Daniel! Mensch, ab ins Gewächshaus. Oh, wirklich. Gut, also die müssen sich eine neue Strategie überlegen, eine bessere. Und das wird, glaube ich, auch, also es ist Thema dieser kompletten Doppelfolge. Zuerst hat jetzt aber Kerstin noch ein Problem. Bist du im Bett sick, ne? Ja. Geh mal her. Du, sorry, ne? Ist doch kein Problem. Okay. Ganz kurz, Max? Ja. Warte, ich komm gleich. Das ist ja voll, Digga, als wären wir hier im Kindergarten. Kerstin wollte unbedingt im orangenen Zimmer liegen bleiben und dort schlafen, weil dort schläft sie seit Tag 1. So, deswegen kein blaues Zimmer. Sie dachte aber wahrscheinlich, ja, dann kann der Max ja einfach hierher kommen. Das Problem war aber, dass Raffaela auch nicht bei André schlafen wollte, der auch im blauen Zimmer liegt, sondern sie wollte auch im orangenen Zimmer liegen bleiben. Deswegen war no space für Max und Max war von dieser ganzen Kindergartenaktion ein bisschen angepisst. Können Sie mich sehen? Das hat Kerstin natürlich feinfühlig gemerkt. Und da hat die Gute mal ein bisschen Temperament gezeigt. Immer so ein Drama. Ich glaube, ich kriege die Krise. Ich hasse es. Boah. Und das fand ich geil, weil sie geht ja dann erst noch zu Antonino. Warum ist der denn sauer? Geh genau so dahin. Beruhig dich nicht erst. Geh genau so hin. Ja, und wie sieht aus? Kommst du mit? Wohin? Ich will mal kurz mit dir quatschen. Kann ich mal kurz mit dir reden? Fand ich aber die Art und Weise fand ich cool. Und er ist ja auch immer erst so, oh, das nervt mich jetzt schon ein bisschen. Dann, aber ach, reden, na klar, cool, ja klar, komm. Ja, nee, ist eigentlich alles gut. Aber du bist doch angepisst. Ja. Ey, aber ja, ich fand schon wieder, Kerstin, wenn du ihm wirklich jetzt weismachen möchtest, es liegt nicht an dir, ich hätte gerne mit dir gekuschelt, dann streng dich ein bisschen mehr an. Wie sehr kannst du dich nicht anstrengen, das zu sagen, wir können ja auch tagsüber, das können wir ja tagsüber machen. Hey, wenn es hell ist, können wir das doch alles machen. Das ist doch kein Problem. Ja, also das war geil. Also war dann hinten raus, war es ein bisschen ein wirres Gespräch. Mhm. Auch so, ja, ich dachte, du sagst mir noch eine gute Nacht. Und dann haben die das Gespräch irgendwie beendet. Und dann war es so, ja, ich wünsche noch eine gute Nacht, schlaf schön. Und es war, ja. Seltsam. Und Kuss gab es trotzdem. Und Max sagt ja auch nochmal. Ja, und ich glaube, Schlaf ist hier auch gar nicht unwichtig. Ja, Max. Hat er wohl recht. So, und am nächsten Tag zeigt Antonino erstmal Kerstin den Boom Boom Room. Und da werden die Laken mal ein bisschen frisch bezogen. Yes! Endlich! Das erste Mal, dass wir das sehen. Komm, helf mir einfach. Such den Deck aus. Welche willst du mit Max heute Abend benutzen? Ich bin sehr gefreut. Und dann kommt Monami und sie steht halt erstmal, also sie redet ja wirklich nicht. Sie steht einfach nur im Türraum bis
Christian mal sagt, ach so, nee. Er wollte mir dieses Thema zeigen. Ach so. Ach so, okay. Hm. Ich musste auch so lachen. An dieser Stelle schon wieder Bauchbinden, Schreiberling bei Are You The One on Fleek. Einfach richtig geil. Wo Kerstin auch rausgehauen hat, oh, ja, die Arme, das sah bestimmt erstmal doof aus, dass wir beide dort drin sind. Und unten stand so, ja, ist bisher aufgefallen, dass sie eine krasse Draufgängerin ist. Auch Antonino, der war schon wieder geil, gesagt, ja, mal das Schäfchen mal ein bisschen reingelockt in den Boom Boom Room, aber ein Dreier wird es hier wahrscheinlich leider nicht geben. Und dann haut er doch irgendwie auch noch aus, der Monami ist halt ein bisschen faul, bis dahin okay, muss ich mir wohl eine andere suchen, die hier ein bisschen fleißig ist und kocht für mich und so. Antonino, wird wahrscheinlich Spaß gewesen sein, aber... Okay, jetzt muss ich Hände waschen. Für uns gibt's jetzt, für uns als Zuschauer, eine wunderbare Challenge wieder anzusehen. Und diesmal müssen sie ihren, also mit verbundenen Augen, ihren Datepartner erriechen. Für mich eigentlich so mit das räudigste Spiel, was es dort gibt, einfach. Richtig. komplett richtig gesagt. Und ich sehe, alle watscheln da los und ich sehe doch schon Monami friemelt an Marius rum. Ich gleich schon so, oh nein, stopp, sofort stopp. Und was macht denn Jessica da? Sie war überall und nirgendwo. Du musst es mir sagen, denn ich bin ein bisschen durcheinander gekommen. Ich bin abgestorben, als Saira und Estelle einfach gefühlt am Gras riechen wollten, weil sie gar nicht mehr bei irgendwelchen Männern waren. Jessica bindet doch nicht wirklich Max ab. Okay, die Jessica, die bindet schon jemanden los. Marie riecht an dem Mädel. Und das Lustige ist, das können wir jetzt hier an dieser Stelle auch mal sagen, wir beide hatten uns vorher noch drüber unterhalten, wer jetzt hier irgendwie noch zu Max passen könnte oder zu Jessica passen könnte. Und ich sag, du vom Typ her, am Ende Jessica, who knows? Und dann findet sich das auch noch so. Aber das habe ich ja überhaupt nicht kommen sehen. Als ob jetzt jeder ganz genau weiß, wie dieser Mensch riecht, den die da haben. Dann weißt du nicht, ob da schon jemand anders am Abbinden ist. Ah, ich finde es ein blödes Spiel, muss ich sagen. Und darüber wurde sich ja dann auch im Nachhinein noch aufgeregt. Man hatte ja nichts in den Händen, wortwörtlich. Neben Jessica und Max gab es noch eine Paarung, Mike und Marie. So, wenn ich den da sehe, ich habe eine gute Zeit, wenn ich den sehe. Ich finde den witzig, so wie der drauf ist. Aber Marie ist so eine krass gestandene Frau. Wenn sie nicht gerade Patricia ist, dann ist sie let's go. new alcohol, new me. Aber so dachte ich, ach so, ich weiß nicht, ob Mike ihr das Wasser reichen kann, aber ich war gespannt aufs Date, weil wir haben mal was anderes gesehen. Ja, alle Leute regen sich erstmal auf, was, diese Kombination, diese Paarungen, das ist so sinnlos, das haut hinten und vorne nicht hin. Die beiden Date-Paare sind in meinen Augen völliger Nonsens. Also die Paare, die heute halt auf dem Date gehen, ist auch so unlogisch. Das ist so weird, warum? Der Mike hätte gesagt, ich will auf blond haben. Ja, aber das passt nicht. Also beide Paare von mir einer Seite aus komplett daneben. Da gehen schon wieder die ersten Gerüchte los. Ja, verkauf mir. Sollen wir verkaufen? Ja, am Ende können wir es auch verkaufen. Wird ja eh nichts sein. Hier wird jetzt nichts mehr verkauft. Hier wird nichts verkauft. Man macht überhaupt gesprochen. Und dann halt auch so, dass es alles so unlogisch ist. Und ich dachte so, naja, gut, Leute, aber ihr wart halt bisher ja auch nicht besser mit den Pärchen, die für euch logisch waren. Max haut dann noch ganz casual raus mit Kerstin bei sich auf dem Schoß. Auf dem Schoß. Ja. So eine richtig schöne Frau einfach, weißt du, so eine 10 von 10. Der, ich dir meinen Ex-Freund zeigen würde, das geht genau in die Richtung. Vielleicht ein bisschen größer, schlank. Ja, das ist Kacke. Das will keine Frau hören. Nein! Und Kerstin auch schon wieder so. Ja, okay. Und ich auch denke, oh mein Gott. Ich meine, sie hat ja eigentlich auch gesagt, so Max ist rein optisch nicht ihr Ding, also nicht richtig ihr Typ. Aber das ist ja trotzdem was du jetzt nicht hören willst, wenn du da bei dem Typi auf dem Schoß sitzt. Also ganz sorry, schlimm, ganz schlimm. Und er haut das ja auch mit so einer Selbstverständlichkeit da draußen. Ich dachte, oh bitte lass die Szene ganz schnell vorbei sein. Naja, und dann, sage ich mal, ging es schon ab zum Date. Es war actionreich, denn Mike, auf Yoga habe ich gerade gar keinen Bock. Wäre richtig Horror für mich. Und dann waren sie auf so einem, wie nennt man denn sowas? Ich keine Ahnung, ich habe Speedmatratze geschrieben. Also kein Bananaboot, sondern Matratzenboot. Ja. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Ei, ei, ei. Oh mein Gott.
Sie wurden da ein bisschen durchs Meer gezogen und hatten eigentlich alle Spaß, war alles super. Also war eine coole Stimmung zwischen denen. Und dann ging es natürlich... Die Slow-Mo-Videos, die dort alle runtergeknallt sind. Die also, haben mich komplett gekillt. Komplett. Ja, fand ich auch geil. Und dann ging es natürlich nochmal für die einzelnen Datepartner separat ein bisschen weiter weg. Bei einem schönen Drink wird mal ein tiefgründiges Gespräch geführt. Und da muss ich aber sagen, Marie, du führst die Gespräche gut. Ich finde das Wahnsinn, wie sie das macht. Glaubst du, dass man hier sein Gleiches suchen sollte? Mhm. Oder jemand, der einen ergänzt? Ex-Beziehungen. Ja. Wichtiges Thema. Mhm. Erzähl, woran ist die letzte Beziehung gescheitert? Eifersucht. Tatsächlich Eifersucht. Okay. Ja. Also von ihrer Seite. Von ihrer Seite aus. Mhm. Bei dir? Oh ja, letzte Beziehung ist bei mir auseinandergegangen, weil er extrem unsicher war. Mhm. Das ist auch was mir wichtig ist. Richtig gut. Also ja, also bei den beiden habe ich nichts auszusetzen. Dann kamen wir aber wieder zurück in die Villa, wo es mal wieder eine Götten-Party gab. Eine Götten-Party. War alles super, alle hatten Bock, alle hatten eine gute Zeit. Kerstin vermisst aber Maxl. Ich mag das gerade nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich finde das eigentlich ganz sexy, wenn Frauen eifersüchtig sind. ich habe Angst, dass die rausgehen. Und du hast auch Angst? Ich bin nicht eifersüchtig auf Jessie. Bisschen doch. Ja, und dann ist ja Isabel schon wieder direkt zur Stelle mit einem kleinen Prep-Talk. Sagt so, komm, Kerstin, komm, du bist schon ein bisschen eifersüchtig. Hm, stehst dir doch ein. Kerstin auch so. Ich bin nicht so richtig. Ja, aber irgendwie. Kerstin? Hör auf zu lügen. Ich glaube, ein bisschen. Ja, das nervt mich schon. Ja, ich wusste es. Ja, was soll man sagen, Isabel, hier weiter, wenn wir hier so einen Counter machen würden, hier, Isabel würde vorne liegen mit Abstand. Ja. Die kümmert sich um alle. Ja, die kümmert sich. Ist ja einfach so. Und ja. Ich wollte aber noch mal kurz sagen, in der Villa wurde ja dann auch vor der kleinen griechischen Götten-Party, sollten alle wieder abstimmen. Und für mein Empfinden wurde zu dolle gezeigt, Mike und Marie, nee, auf gar keinen Fall. Das kann alles nicht sein. Also wirklich, das waren ja 10 Leute gefühlt hintereinander. Wo ich dann schon wieder das Gefühl habe, will uns die Produktion auf eine falsche Fährte locken und am Ende sind sie ein Match? Mann, ey, wir sind schon so gestört, dass wir bei allem immer dreimal um die Ecke denken und sagen, das war doch jetzt ein Hinweis, das kann doch gar nicht sein. So krass ist es schon, ich habe die Nacht geträumt von den Matches. Das muss ich dir mal vorstellen. Das ist ganz eine schlimme Vorstellung für mich. Ab zum Date von Max und Jessica, oder? Ja, die haben sich eigentlich auch ganz nett unterhalten. Ich habe jetzt zwischen den beiden auch keinen krassen Vibe gespürt. Nee, aber es hat eher noch ein tolles Kompliment gemacht. Bei dir, du hast so dieses, so eine Star-Ausstrahlung, weißt du, wie ich meine? Ah, das war voll süß, dass er das gesagt hat mit dieser Superstar-Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, wie er es meint, aber ich glaube, er meint es gut. Und wir hatten ja letzte Woche schon über Max sein Instagram gesprochen und da meinten wir auf jeden Fall, ja, dass er irgendwie auch Klamotten entwirft. Zu diesem damaligen Zeitpunkt aber waren es noch Damenhandtaschen und warum auch immer keine, die unsere Generation tragen würde, sondern eher so für Mama und Omas. Ja, hat er selber so gesagt, Leute, bevor hier wieder irgendwelche bösen Kommentare kommen. Ja, finde ich interessant, weil sowas hörst du nicht so oft so. Ich hätte es cool gefunden. Und dann kommen wir jetzt zu so einer Never-Ending-Story, die sich ja die ganzen 2 Folgen durchziehen soll. Ich möchte im Strahl kotzen und diesen kleinen Wicht mal ein bisschen rütteln. Es nervt mich wirklich, wenn so junge Typen schon denken, die sind die krassesten Macker. Sorry, das muss ich jetzt mal sagen. Ja, mir geht's wie dir. Denn Leon möchte jetzt bitte mal unbedingt in den Boom Boom Room gehen mit Estelle. Und sie hat letzte Folge schon gesagt, sie braucht einfach ein bisschen länger. Da gab's, glaube ich, den ersten Kuss und das war ja alles super und fand sie auch toll. Aber doch jetzt nicht gleich in den Boom Boom Room gehen. Ich gehe da nicht mit dir hin, Leon. Auf jeden Fall jetzt nicht. Brauchst du auch gar nicht zu versuchen. Ich bin ja gar nicht witzig. Was? Ich bin einfach keine Frau für hier einmal schnell. Überhaupt nicht. Nee. Es ist natürlich nicht so geil für mich. Und dann klebt er ihr ja die ganze Zeit am Arsch, hält sie hier so, immer mit seinem Daumen hier rüber. Wir machen doch nichts. Warum möchtest du im Boom Boom Room gehen, wenn du nicht machst? Ja, wirklich.
Ja, dann kannst du auch weiterhin einfach im Bett kuscheln. Ja, wie alt bist du? Und dann auch immer dieses, es zieht sich halt durch, immer dieses, ja, nee, ist ja in Ordnung. Aber es ist halt dann anscheinend doch nicht in Ordnung für ihn. Deswegen, es geht ja immer wieder auf dieses Thema. Aber gut, Habibi. Ja. Mückenspray lohnt sich erst, wenn es dunkel ist. Ey, ich habe schon Stiche bekommen. Ja, aber die Stiche kommen erst bei Dunkelheit. Und jetzt fängt es an zu jucken. Wie meinst du das? Mücken sind tagsüber nicht draußen. Ja, die kommen jetzt. Wenn es dunkel ist. Die kommen jetzt. Nee, tagsüber haben Mücken Stubenarrest. Das sagt Marius zu Raffaela. Aber keine Ahnung, wie er es gemacht hat, was da für eine Stimmung herrschte, weil da ist noch gleich noch eine Massage für ihn bei rumgekommen. Keine Ahnung, bei der er aber raushört, eigentlich habe ich ja eher Bock auf Saira. Aber ey, bleib doch mal hier, massier mich doch mal, Baby Girl, ha Baby. Ja, und dann auch so. Ja, du verdienst es dir, in meinen Top 3 zu sein. Dankeschön, das ist lieb von dir. Ich hab's wieder runtergeschluckt. Danke dafür, ey, das ist wirklich irgendwie so ein Lebenstraum von mir gewesen. Danke. Gut. Oh Gott. Isabel und die ganzen. Was? Wolltest du sagen? Sag du. Nee, sag du mal. Isabel und Estelle reden nochmal. Dustin kommt dann auch nochmal dazu und sagt dann, eigentlich erst ein cooler Move. Es geht wieder um den Boom Boom Room und dass Estelle noch nicht so weit ist. Ach, Leon, wir wollen gleich in den Boom Boom Room gehen und ich will nicht. Ja, und wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Punkt. Leon, check das nicht. Ja, so sind aber Männer so. Jeder von uns hat Bock zu vögeln, so. Richtig. Ja, okay, so ticken Männer. Aber vielleicht kann da auch langsam so ein anderer Schwung mal reinkommen, dass Männer vielleicht auch einfach lernen zu akzeptieren, wenn eine Frau sagt, nö, ich bin noch nicht so weit. Hey, vielleicht übernächste Nacht. Sag niemals nie, kann ich nur dazu sagen. Nein, kann ich nur dazu sagen. Und das denn, es zieht sich langsam. Es ist von mir jetzt die dritte Verwarnung. Mal schauen, wie viel es noch geben wird. Denn das denn kommt sehr oft um die Ecke mit. Das sind halt Männer. Du, wir sind halt Männer. Nee, es ist kein Grund, sich scheiße zu verhalten, nur weil ihr Männer seid. Ja. Gut, jetzt kommen die ganzen Date-Partner zurück. Und Max denkt sich erstmal, der Kerstin, der brauche ich ja gar nicht Hallo sagen. Und dann redet er mit Saira, die ihn jetzt aber mal losschickt. Du wirst ja jetzt wohl mal mit der Kerstin sprechen, die hat dich vermisst. Och Mensch, die Süße, oder was er gesagt hat. Ja. Und dann wird sich da auch ins Bett gekuschelt zusammen und Kerstin wird dann mal ein bisschen beruhigt. Ich glaube, mit dir könnte ich nicht so tiefe Gespräche oder so diebe Gespräche führen. Oh Mann, das wäre echt scheiße, wenn ich jetzt rausgehen würde, ne? Ich möchte, dass du mein Match bist. Ja, ich auch. Und der Jesse ist nicht. Lass mal knutschen. So, so war es. Ja, es war einfach genauso so. Und wenig später sollte dann auch schon Sophia ins Haus kommen, in die Villa. Und die macht nochmal eine richtige Ansage. Also eine richtige Ansage. Ja, das ist das scheiß Problem. Dass ihr einfach manchmal überhaupt nicht miteinander kommuniziert, weil ihr euch nur auf eine einzige Person einlasst. Die dann noch nicht mal euer Perfect Match ist. Ich dachte so, okay, scheiße, es fühlt sich und es sieht auch genauso an, es fühlt sich so an und es sieht auch genauso aus wie eine Lehrerin, die ihre Grundschüler jetzt mal ordentlich zusammenscheißt. Nach einer verkackten Klassenfahrt. Ja. So. Oder wenn der Notendurchschnitt von der letzten Klassenarbeit so richtig scheiße war. Ja, ich weiß. Wie kann es denn sein, wo an die Tafel noch rangeschrieben wurde, wie viel Fünfen und Vieren es gibt? Alle sind wie, ach du Scheiße. Wieso? Das bringt uns gar nicht. Und genauso hat die Gruppe auch reagiert, ne? Alle so, sie hat voll recht. Sie hat voll recht mit dem. Hat sie auch. Ja, gut. Wir haben es schon gesehen. Natürlich geht es für Max und Jessica in die Matchbox. Botch. In die Max. Botch. Und Sophia hat auch die Schnauze voll. Jetzt mit Verkaufsangebot. Und ich dachte so, jetzt wird es nochmal kritisch, weil die Produktion werden ja die Gespräche verfolgt haben. Also bieten sie heute nochmal Cash an. Nee, einfach kein Angebot. Einfach straight zur Max Botch. Ich dachte, Ich dachte, Ja, und was war es dann am Ende? Wir wären super froh, wenn es ein Perfect Match wäre. Ob es reicht, ein Perfect Match, das ist halt die Frage.